Nein, nein, Michael. Es war ja schließlich dein Irrtum. Komm. Ja, geh. Auf dieser Erde musst du dich natürlich wie jene Wesen benehmen. Das ist entsetzlich. Außerdem weiß ich gar nicht, wie ich dem Manne seine Seele geben soll. Wie kommen mit der ersten guten Tat? Finde erst Adam Bayern. Misch dich unter seine Leute. Führ dich auf wie sie. Je übler, umso besser. Benimm dich etwa so. Wie soll ich's erklären? Eben wie ein Mensch. Auf alle Fälle sehr schlimm. Man hört ja manches. Ja, da war doch noch... Ich muss doch den Mann mit der Frau, wie soll ich sagen... Die müssen sich, wie es im Buch des Schicksals steht, beide verlieben und heiraten. Davon haben wir doch aber keine Ahnung hier oben. Du bringst das schon fertig. Bei der Gelegenheit schau mal nach, warum wir ausgerechnet bei diesem Planeten größere Scherereien haben als am ganzen Firmament. Ob das auch an den Menschen liegt. Ich werde euch berichten. Und, Michael... Ja? Da wäre noch etwas. Tu bitte keine Wunder. Natürlich nicht. Keine Wunder? Nein. Nicht mal ein ganz, ganz kleines? Auch nicht das kleinste Wunderchen. Wir wollen nicht vergessen, die Menschen glauben nicht an Wunder. Leider nein. Sie glauben nicht daran. Lege bitte das Ordensband der Erzengel ab. Wie? Die Menschen sind auf Orden neidisch. Dankeschön. Und sei ohne Sorge, Michael. Wir passen schon von hier oben auf dich auf. Danke. Auf Wiedersehen, Michael. Auf Wiedersehen. Wohin? So, hinunter. Ganz herunter? Nein, nein, nur zur Erde. Das reicht auch. Das ist die letzte Station vor der Hölle. Hör nicht darauf. Keine Angst, Michael. Also geschah es, dass ein Erzengel zur Erde kam. Zur letzten Station vor der Hölle, wie der alte Petrus oben noch recht zynisch bemerkt hatte. Nun, Michael, was sagst du? Ja, was soll ich jetzt schon sagen? So hässlich finde ich sie im ersten Augenblick gar nicht. Mal schauen, woraus sie eigentlich gemacht ist. Oh, sie fasst sich nicht schlecht an, die Erde. Sie riecht gut nach Fruchtbarkeit. Ich glaube, Gabriel, ihr wolltet mir nur etwas Angst machen. Na, wir werden ja sehen. Wir werden ja sehen. Ja, recht raue Sitten zu sein. Da werde ich mich wohl noch an manches gewöhnen müssen. Tja, das ist halt die Erde.